Sascha von Mobile Geeks hier und heute unterhalten wir uns über Streaming-Geräte für euer Wohnzimmer. Ihr könnt es eigentlich auch ins Badezimmer packen, mir auch so ziemlich egal. Ich weiß nicht, ob ihr diese schöne Kiste hier kennt. Das ist von Sonos, die Sonos Bridge. Sonos stellt Lautsprecher her, Wireless-Lautsprecher. Und das ist dann halt die Basisstation, die die verschiedenen Lautsprecher miteinander verbindet und dann mit der Audio oder nur mit der Audioquelle, nicht mit der Videoquelle. Also gibt es dann Apps für Android und für iOS für. Und hier habe ich noch das Apple TV für 99 Dollar, ein sensationelles Gerät. Wir haben das hier, glaube ich, sogar geroutet. Da ist ein bisschen anderes Custom-ROM drauf, damit wir ein paar mehr Funktionen nutzen können bezüglich der Codecs, die es abspielen kann. Kommt mit einer kleinen, schicken Fernbedienung für 99 Dollar. Ja, ja, ja. Deutsch und Englisch. Für 99 Dollar. Ist das Ding wirklich ein absolutes Schnäppchen? Ihr könnt da eure iTunes-Sachen und so weiter von abspielen. Und über AirPlay euer iPad und euer iPhone verbinden. Also das kann eigentlich so ziemlich alles. Aber es gibt einen Wettbewerber jetzt und der kommt wiederum von Google. Und den haben wir hier versteckt. Und zwar ist es Google, so sieht's aus, Google Nexus Q. Ursprünglich auf der Google I.O. vorgestellt vor 6 Wochen etwa. Sollte 299 Dollar kosten, ist nicht mehr ganz so. Und zwar haben die Produktion eingestellt wegen diverser Fehler und diverser Optimierungen, die sie vornehmen wollen. Und alle, die es vorbestellt haben, haben es umsonst von Google bekommen. Und jetzt ratet mal, wer eins vorbestellt hat. Ganz genau. Und deswegen packen wir das jetzt zur Feier des Tages aus und ich zeige euch, was ihr damit alles machen könnt. Das erste, was euch auffällt bei der Box, ist, das ist ganz schön schwer. 920, 930 Gramm soll der ganze Spaß wiegen. Und ja, ich habe natürlich schon mal reingeschaut, ne? Aber zumindest könnt ihr euch dann vorstellen, wie die Verpackung so zusammen. Oh, da kommt mir schon was entgegengeflogen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich die nämlich falsch herum jetzt gerade aufgemacht habe. ihr seht aber auf jeden Fall, wie wirklich klasse das Ding verpackt ist. Und hier ist die Kugel. Ja, ein ganz schöner Kaventsmann. Lass uns mal ganz kurz hinten anschauen. Wir haben hier die entsprechenden, ja, diese sogenannten Bananenstecker für insgesamt 2 Lautsprecherpaare. Einmal 2 links und 2 rechts. Dann haben wir einen optischen Ausgang. Dann haben wir einen Ethernet-Connector. Dann ist es ein Micro-HDMI aus. Und dann haben wir noch ein Micro-USB. Sorry. Ja, Micro-USB ist das. Und dann entsprechend der Anschluss für das Netzteil. Die ganze Kiste hat übrigens 25 Watt, 12,5 Watt pro Kanal. Und hier haben wir dann noch das HDMI-Kabel und einen Anschluss dann für die Stromversorgung. Ansonsten, es hat 1 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher und basiert auf dem TI OMIP 4460. Das ist also ein Dual-Core Cortex A9. 1 GHz und hat sogar noch eine PowerVR SGX 540 Grafikkarte eingebaut. Das ist im Grunde genommen, ja, sind das so ziemlich die Spezifikationen vom Galaxy Nexus, was wir hier haben. Ja, also da tun die beiden sich nicht viel. Was wir jetzt tun werden, ich zeige euch, was ihr damit alles anstellen könnt. Wir werden es hier an diesen Asus-Screen anschließen und werden mal mit dem Nexus 7 und mit dem Galaxy Nexus ausprobieren, welche Apps darauf funktionieren und was man damit so machen kann. So, alles ist soweit angeschlossen. Ihr seht, das Gerät pulsiert hier lustig vor sich rum. An diesem kleinen schönen Ring könnt ihr das sehen. Im Hintergrund auch auf dem Screen. Hier könnt ihr übrigens die Lautstärke verstellen, hoch und runter. Und wenn ihr einmal drauf drückt, dann habt ihr Mute angeschaltet bzw. ausgeschaltet. Ach, ich kriege es dann nie so richtig hin, den wieder auszuschalten. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Google die Produktion von dem Nexus Q da beim 4. Mal, Halleluja, mal eben eingestellt hat. Nun, wie kriege ich die Verbindung jetzt hier hergestellt? Beide Geräte haben ja NFC eingebaut. Jetzt halte ich mal ganz kurz meinen Nexus 7 da dran. Da hört ihr das schon. Klong macht es und verbindet mich jetzt mit dem Play Store und erzählt mir, ich könnte jetzt hier die Nexus Q App runterladen. Habe ich aber schon installiert, das gute Stück. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht. Da könnt ihr sehen, ich habe hier schon so ein Profil definiert, Family Room. Und wie können wir das jetzt nutzen? Ich mache jetzt mal hier die Google Play App auf, habe schon wieder hier den Mute an. So, jetzt so aus. Und dann gucken wir mal, dass das funktioniert.
Und ich würde mal sagen, das klappt soweit. Ne? Natürlich kommen aus diesen grausamen Lautsprecher dieses ASUS-Screens, da kommt nicht wirklich Dampf raus. Na, aber ansonsten habt ihr da relativ einfach eine Verbindung hergestellt und könnt eure Musik, die ihr auf dem Gerät selber habt, innerhalb dieser App oder in der Cloud hat, entsprechend rüber streamen. Na, und bekommt dann hier noch diese schönen Animationen. Übrigens hier auch auf dem Gerät selber. Ich weiß nicht, ob ich aber da die ganze Zeit mir hier dieses lustige Farbspektrum anschauen möchte. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie so ein bisschen sieht irgendwie aus wie auf einem Trip in den 70er oder so. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe es wahrscheinlich gerade mal eben ausgeschaltet. So. Was auch noch läuft, ich mache mal jetzt hier Stopp und dann zeige ich euch, wie das aussieht im Streamen von YouTube-Videos. YouTube-App aufmachen. Und dann schnappen wir uns mal hier das gute Stück von Phone Arena und gucken mal, dass das funktioniert. Da seht ihr sofort, die Verbindung wird hergestellt. Und wenn uns unser Netzwerk hier nicht im Stich lässt, This is Nickwit Phone Arena, and what we have geht die here is Post the sofort Samsung ab. Galaxy Note 10.1, Und ihr könnt dann which we eure just previewed. However, we YouTube-Videos thought it would be anschauen, nice to give you indem a ihr ganz more einfach auf thorough eurem Nexus demonstration of oder the zum Beispiel software auch auf as dem well. Galaxy Nexus, ne, The applications are die optimized App to laufen render lässt the und dann Samsung das ganz einfach S10. rüberschickt ans So Q. let's start with the Das basics ist and es see aber what we auch schon can im do. Grunde genommen. Das sind die eigentlichen Apps, die wir hier im Moment nutzen können. Also Google Music und hier YouTube. Es soll schon ein paar Hacks geben für Netflix, aber selbst der interne Videoplayer funktioniert nicht. Was ich persönlich ein bisschen ja, bescheiden finde. Würde ich mir vorstellen, dass ich da gerade $299 für ausgegeben hätte, würde ich mich auch ziemlich abgezockt fühlen, wenn man bedenkt, und ihr wisst, ich bin ja wirklich ein absoluter Liebhaber von Apple-Geräten, not. Wenn man bedenkt, dass so ein Apple TV $99 kostet, eine ganze Menge mehr auf dem Kasten hat, schicker aussieht und einfach super simpel zum Einrichten ist. Okay, das ist auch nicht so das Problem. Plus, ich kann hier in Taipei ohne Probleme 30, 40 Dollar Streamer kaufen, der das gleiche kann wie das Nexus Q. Also von daher, es gibt einen Grund, warum Google die Dinger nicht mehr herstellt. Ich habe jetzt eins, freue mich darüber trotzdem. Das war unser erster Eindruck vom, nicht der erste Eindruck, das wird auch der letzte Eindruck gewesen sein, vom Nexus Q, vom Google Nexus Q in Kombination mit dem Nexus 7. Ich bin Sascha von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Moin!